wieder stehen. Wir haben eine Zuckerwatte. Die muss hingestellt werden. Finde ich total toll. Und damit herzlich willkommen hier zu Rollercoaster Tycoon 3 und unserem Broom Lake Park, in dem wir uns schon eine ganze Weile aufhalten, wie ich finde. Schon eine ganze Woche. Wahnsinn. Und wir haben endlich eine Methode gefunden, um hier wieder Plus zu machen. Und ja, daran arbeiten wir jetzt, beziehungsweise ich, weil ich ständig wieder Geld für irgendwas Neues ausgebe, weil es mir einfach zu viel Spaß macht, hier irgendwelche Sachen zu bauen. So, wie sieht's hier aus? Also die Bahnen sind ja soweit alle ganz gut befüllt, ne? Wir können ja auch mal hier in die Statistik gucken. Warst du das? Nee, du warst das. 16662. Wir hatten hier die 2. Na gut, der Roboterarm, der kann nicht mehr haben. So, das ist alles offen. Das haben wir auch. Die Toiletten, ja mein Gott, die sind super. Das könnten wir mal umbenennen hier, weil die anderen heißen ja auch so, ne? Ja, Mensch, läuft. Man kann es nicht anders sagen. Oh, Kaffee! Es geht nicht anders. Ich muss Kaffee bauen. Kaffee ist toll. War ich in den Donutladen hingestellt? Den hatte ich doch hier drüben irgendwo, oder? Donutladen! Ach, hier ist der Donutladen. Ja, mache ich den Kaffee mal hier so in die Ecke mit rein, ne? So, kann ich das so ein bisschen hochplatzieren, ohne dass er mich voll heult? Muss ich vorher drehen, dann funktioniert es so. Tada! So, haben wir auch einen Kaffeeladen. Mensch, unsere kleine Kaffeeecke hier ist ja süß. Gut, und wir sind auch gut beim Plusmachen. Das freut mich natürlich genauso sehr. Hier kommen immer noch fleißig Leute und stehen an. Mensch, das freut mich. Das freut mich. So, und wir können gleich unseren ersten Tausender zurückzahlen. Wuhu! Hallo, ist hier. 800 haben wir schon. Jetzt sind die 900 ja nicht weit, hoffe ich doch. 900, ja, Wahnsinn. 1000! Wir haben unsere ersten 1000 zurückgezahlt. So, ja, die Parkeinnahmen sind nicht wirklich höher, aber wir haben jetzt ungefähr Bahneinnahmen von 1000 im Monat. Also so zwischen 800 und 900 betrifft sich das Ganze. Und ja, finde ich super. Wir kriegen endlich Geld und sind nicht mehr arm und es wird. Wir können unser Darlehen zurückzahlen. Und was war denn die Tycoon-Aufgabe? Achso, der Mindestverkehrswert. Das sollten wir ja dann wirklich sehr schnell erreichen, weil ich wette, den haben wir jetzt schon erreicht. Ja, mit 68.000 sind wir gut dabei, denke ich. Also ist die wirkliche Hürde hier eigentlich nur der Verkehrswert. Ups, ich habe Schluck auf. Ach Mensch, ich freue mich. Hihi. Wir haben Licht am Ende des Tunnels und so. Mensch, ich bin so begeistert. Ich will die ganze Zeit nur sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, wie läuft's hier? 31, da stehen sie an. Wie läuft die Bahn hier? Okay, da ist irgendwas ausgefallen. Super. Naja, eigentlich nicht. So, hier sind 8 Personen auf der Bahn. Beziehungsweise gleich 12, aber die anderen 8 verschwinden bestimmt gleich wieder. Beziehungsweise waren bestimmt 6 gewesen, ne? Ja, jetzt haben wir wieder 6 und jetzt gleich wieder 10. Mein Gott, wie schön. Gut, hier ist auch voll. Meine Güte, es läuft ja hier wie am Schnürchen. Der Roboterarm stehen sie natürlich an wie blöd, habe ich ja gesagt. So, das schwingende Überkopfschiff bringt es irgendwie nicht mehr, finde ich. Das könnten wir eigentlich abreißen. Tschüss, schwingendes Überkopfschiff. Haben wir mittlerweile irgendwas Neues, was uns hier vielleicht weiterbringt? Was ich bis jetzt noch nicht platzieren wollte, das hatte ich alles schon. Himmelsklatsche ist mir zu viel, brauchen wir nicht. Das hier genau... Roll or Plane oder so, das können wir hinstellen. Aber das würde ich eher hier so in der Ecke hinstellen. Ups, ich habe gedrückt, obwohl ich gar nicht wollte. Ah, verdammt. Gut, okay, nicht schlimm. Machen wir das Ganze einfach so. Ja, das lief ein bisschen ungünstig. Aber gut, jetzt steht's, dann soll es auch da stehen bleiben. So, zack. Dann haben wir auch eine Anstehschlange. Testen das Ganze. Wie immer mit 2 Euro besetzen. 10 Minuten. Eine Musik, mein Gott. Volllast und eröffnen. Ne? Läuft. Gut, dann warten wir einfach mal, dass hier irgendwie Leute kommen. Und für das hier würde ich gerne das andere hinstellen, was ich da gerade noch gesehen habe. Und zwar hier Topstar, das haben wir auch noch nicht. Ich weiß zwar nicht, ob das uns wirklich was bringt, wenn wir es hinstellen. Okay, Geld haben wir dafür schon mal nicht. Wie viel brauchen wir? 820, naja, sollten wir ja irgendwie zusammenkriegen mit dem, was wir hier momentan so verdienen. Ja, aber ist doch auch gut, oder? Wir ersetzen eine alte Bahn durch zwei neue. Das muss doch eigentlich was Positives bringen, oder? Interpretiere ich das jetzt einfach nur so. Man weiß es nicht. Ja, jedenfalls haben wir die 820 gleich zusammen. Coole Sache. So, ja, das Plane-Ding da hinten ist auch gleich voll.
So, voll, sehr gut. Läuft er wie am Schnürchen. Irgendwas hatte gerade wieder eine Notabschaltung. Vielleicht sollten wir nochmal nach unseren Fachkräften gucken. Nein, verdammt, zu früh gedrückt. So, und ja, gut, sehr schön. Ja, das ist so leicht fehlplatziert jetzt hier. Ja, mein Gott, Lampe doof, alles doof. Dann müssen wir das halt irgendwie so hier machen. So musst du weg, du musst hin, du musst weg. Und dann wird das so auch schon testen. Für 2:10 meinetwegen ist auch okay. 10 Minuten. Braun, braun, orange, mein schöner Farbakzent. So, dann hier bitte 3/4 Last und eröffnen. Müssen den Leuten hier auch mal was Neues bieten, ne? Ja, wir haben Tageslicht, auch gut. Ah, Mensch, ich bin so glücklich mit dem Park. Oh. So, das brauchen wir alles nicht. Das ist auch nicht. Und hier haben wir auch noch nichts Neues. Ja, dann können wir einfach mal hier von oben gucken, wie unser schöner Park sich hier entwickelt mit diesen riesen Radarstationen. Die sehen irgendwie witzig aus, wie sie da rauskommen und wieder rein und wieder raus. So, wir kriegen auch hier neue Parkbesucher mit jeweils 4 Euro jedes Mal. Das ist natürlich auch praktisch, ne? Sind die gestiegen? 320, also dieses Mal haben wir echt hier, ne, gut Gewinn gemacht auf jeden Fall. Ja, beste Science-Fiction-Szenerie und beste Zuverlässigkeit. Mein Gott, das läuft hier wie am Schnürchen. So, die zahlen auch alle ihr Geld. Mann, kriegen wir ja richtig was rein. Können wir ja gleich wieder was abzahlen. So, brauchen wir noch irgendwie was? Der schlendert. Vielleicht hier noch ein Reiniger. Sieht ein bisschen übel hier aus. So, bitteschön. Bemüht euch mal, hier ein bisschen sauber zu machen. Ach Mensch, der Arme, ey, der muss ja alles sauber machen. Dabei haben wir schon so viel Mülleimer und alles und es funktioniert trotzdem noch nicht richtig. So, aber wir haben 1000, wir können abzahlen. Yay! Nein, nicht yay. Yay! Ah, jetzt hat's funktioniert. Ah, gut, also hier haben wir ja wirklich Plus gemacht jetzt, ne? Sehr, sehr schön. Mensch, ist das toll. Hihihihihihi. Läuft das gut? Ja gut, das war ja nur das andere Teil da. Das würde ich irgendwie alles nicht platzieren wollen. Hier, das würde ich irgendwie auch alles nicht. Das ist irgendwie doof. So, 300. Mensch, wir kriegen hier plus. Ganz viel plus. Ja, gerade auch, wenn die hier alle reinkommen, ne? Wie viel Geld das eigentlich bringt. So, warum gehst du? Was hast du für ein Problem? Ich will nach Hause. Oh, es ist so heiß. Ach Mensch, alles so zimperlich hier. Hey, wir haben schon 600. Meine Güte. Los, Leute, bezahlt hier, was das Zeug hält. Sehr, sehr wichtig. Wirklich. Ach Mensch, so, hier. Was haben wir hier? Nur noch 6 Personen? Ernsthaft? 14, wollte gerade sagen. Hä? Wie kann man denn so rapide hier abnehmen mit unserer ganzen Geschäftigkeit? So, Disco wurde repariert. Sehr schön. Fehlen uns auch die Disco-Einnahmen nicht mehr. Fortwitz. Gut, wir sind hier drinnen. 19. Mein Gott. Mich freut echt, wie das hier läuft. So, Disco war ja gerade kaputt, genau. Gott, 23 Personen auf der Bahn. Was geht denn hier ab? Ist auch selten, dass hier mal alles so voll besetzt ist. Riesenbahn, okay. Gibt es anscheinend auch. Na mein Gott, das finde ich ja gut, wie ihr hier fahrt, ne? Sich das mal so verteilt hat. Wahnsinn. So, die nächsten steigen ein. Dubdidu. Die nächsten. Also ich mag ja immer das, wie sie dann einsteigen und wie die Bahn dann immer weiter sich da Richtung, naja, halt in die Richtung bewegt, ne? So, und jetzt steht hier schon der letzte. Also jetzt kommt der nächste wieder. Mensch, es läuft. Wir haben schon wieder 1000 zusammen. Hätte ich ja fast nicht gesehen. Ups, 7000. Yay, wir können unsere Schulden abbezahlen. Das ist so schön. Ach, Mensch. Ja, wenn ich singe, dann bin ich fröhlich. So sieht's aus. So, kommt hier noch irgendeiner durch? Wir könnten ja auch ein paar Leute noch mit einer Kampagne locken, oder? Das wäre doch vielleicht auch noch ein Plan. Nicht Werbekampagne, Coupons für kostenlose Attraktionen, genau. Dann machen wir mal hier nationale Zeitung.
den Spaß für 6 Wochen und dann auch nur für Kaffee. Kaffee ist super. So, Leute, dann könnt ihr alle mal hier in den Park kommen und 4 € dalassen. Katsching! Nein? Okay, hier kommt irgendwie gerade kein Katsching an. Hier kommt eigentlich gar keiner an. Hallo? Ich habe hier eine teure Werbekampagne geschalten. Die sollte ja wenigstens durch Eintritt wieder reinkommen, aber irgendwie ist hier gehende Leere. Na super. Dafür habe ich keine Werbung schalten wollen, dafür, dass keiner kommt. Ja, was interessiert mich die Donnerbobs? Hier kommt keiner. Oh, Menno. Oh, da kommen Leute. Hallo. Oh, es kommen viele Leute. Kommt alle rein. Yay, ihr bringt mir Geld, was mir gefällt. Oh, es kommen so viele. Juhu. Kommt alle rein. Ich habe nichts gegen euch. Habt Spaß und so. Yay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Vor allem dadurch, dass neue Leute kommen, bringen die auch Potenzial mit anderen Bahnen zu fahren. Und die haben wieder Geld in den Taschen. Ist das nicht super? Also, ich finde das toll. Gut, dann gehen wir schon mal Richtung abbezahlen. Ne? Das ist der freudigste Schritt des Tages. So, wir haben fast 1000. Fast 1000. Yay! So, und nur 6000 an der Backe. Hat doch anscheinend so halbwegs was gebracht. Und hier sieht der Müll schon wieder aus wie. Oh Gott, wie so ein Schlachtfeld, sag mal. Ja, vielleicht sollten wir hier noch den ein oder anderen Mülleimer platzieren. Wäre vielleicht zum Beispiel die erste Handlungsgeschichte. Ja, keine Ahnung. Können wir hier drauf noch eine platzieren? Ja, machen wir auf der Seite auch noch einen. So, der Müllmann kommt. Beziehungsweise der Reinigungsmann. Müllmann klingt irgendwie doof. Weiß ich auch nicht. So, aber er macht doch alles sauber. Mensch, ich bin ja stolz auf dich, mein Freund. Braucht ihr sonst noch irgendwie geschäftige Hilfe hier bei eurem Vorhaben? Fegt, 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 fegt. Ja, Mensch, ich gebe euch hier noch einen Typen zur Unterstützung. Der kann euch ja auch noch fleißig helfen. Mechaniker bräuchten wir vielleicht auch einen neuen, bitteschön. Habt Spaß und so. So, Mr. schlendert hier auch noch durch die Gegend. Ja, wir können uns auch noch ein zweites Maskottchen leisten, oder? Mensch, wir haben es doch jetzt. Wir haben so dicke. So, der kann ja auch hier einen orangenen Rucksack haben. Und einfach mal hellblau sein oder so. Ist ja ein cooles Alien. So. Haben wir jetzt 2 Aliens im Park durchlaufen. Ist doch auch cool. So. Viel Spaß, Jungs. Ach, Mensch. So, kommen jetzt hier noch ein paar Leute? Nein. Doof. Das ist doof. Aber nicht schlimm. So, Stromschnellen, wie viel sind auf der Bahn? 6, na toll. Sah auch schon mal besser aus. Ja. Wow. Oh, hier ist es wirklich am vollsten bei der Kralle immer, ne? Also, einerseits denke ich mal, weil das hier so ein Knotenpunkt ist, wo alle sich nach links und rechts verteilen. Aber andererseits vielleicht auch, weil die Kralle dran schuld ist. Cool wäre es doch. Oh ja, hier kommen Leute. Schaut mal. Kommt alle rein. Lasst wie 4 € da. Das macht ihr super. So, und wir haben wieder 500 zusammen. Leute, ich glaube, wir kriegen das Ding hier noch abbezahlt. Das sieht ganz, ganz gut aus. Jetzt müssen wir später nur noch auf den Clint Baschen oder wie der hieß warten und dann haben wir es. Dann sind wir fertig. Juhu. So, haben wir jetzt die Kampagne noch am Laufen oder ist die schon wieder weg? Die ist weg, ne? So, dann können wir nochmal hier für kostenlose Attraktionen machen. Lief ja gar nicht so übel. Diesmal können wir für Zuckerwatte werben. Ne? Wer verbietet es uns, für Zuckerwatte zu werben? 240 sollte ja erstmal so weit reichen. Ja, nationale Zeitung. Los geht's, ne? Hallo. Ja, ist ja gut. Mehr Informationen vertrage ich heute nicht. So, jetzt warten wir wahrscheinlich mal wieder eine halbe Ewigkeit, ehe sich hier irgendjemand traut, zu uns in den Park zu kommen. Aber wenn sie sich trauen, ist es wahrscheinlich gut. Hey, die ersten 4 mit Kiddies. Kommt, lauft los. So, und die nächsten. Huhu. Ihr erfreut mein Herz, ihr Lieben. Kommt doch alle rein. Total toll mit euch hier. 925 Parkbewertungen, na mein Gott. Wir sind ja gut. So, noch mehr? Nein? Ich hätte mich gefreut. So ist nicht. So. Jetzt geht ihr alle wieder, oder was? Ey, das finde ich aber nicht so gut. Ich fände es besser, wenn noch mehr kommen würden und nicht nur das lilahaarfarbige Mädchen, lilafarbene Mädchen. Reinigungskraft, was ist dein Problem? Nein, du darfst nicht aufhören. Ich bilde dich jetzt speziell aus. Du wirst mein Oberhausmeister. So, 800. Mein Gott.
Ach ja, wegen der Ausbildung ist das Geld gerade weg. Ich dachte so, hey, wir hatten doch gerade schon 800, aber ich habe ja 150 in die Ausbildung investiert. Das kostet schon ein bisschen. Aber ich wollte ihn nicht verlieren, ne? Er hat so gute Arbeit geleistet, jahrelang. Das muss man schätzen. So, komm, ich will jetzt noch zum Abschluss 1000er abbezahlen, damit wir für die nächste Folge nur noch 5000 haben nächste Woche. Und wuhu, dann gibt es Let the Party Started. Und wahrscheinlich dann auch den nächsten Park nächste Woche, ne? So, dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr das möchtet. Und ja, ciao.